Der Eintritt in ein Heim, ich glaube, der ist für jeden Menschen schwer. Aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit leben viele unserer Bewohner auf. Mit dem Heimeintritt kommen viele Menschen und sagen, ich lebe ja nicht mehr lange. Und 12 Jahre, 13 Jahre später sind sie dann immer noch bei uns und erfreuen sich eines schönen Lebens, wenn man das so sagen kann. Ich mache nicht viel, aber ich bewege mich hier und das ist wichtig. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es kurz nach dem Einzug natürlich wir für die Bewohner da sind und geben die ersten Hilfestellungen an sich. Und ich finde halt schon in den ersten Gesprächen lernt man sehr viel über den Menschen. Wie hat er vorher sein Leben gestaltet? Wie möchte er es in Zukunft gestalten? Wenn ein Bewohner gerne gekegelt hat, hat er hier bei uns die Möglichkeit, auch weiterhin in der Kegelgruppe teilnehmen zu können. Als Gruppenangebote haben wir zum Beispiel die Sitzgymnastik, den Literaturkreis, das Gedächtnistraining, das Bingo und die Schminkstunde, die auch gerade, also die von Frauen sehr gerne genutzt wird, um sich auch wohlzufühlen. Ja, und im Gegenzug auch mal einen Stammtisch anzubieten für die Männer im Haus. Es ist Männerrunde, mal ein lecker Kölsch gemeinsam zu trinken, ein Fußballspiel gemeinsam zu schauen. Außerdem feiern wir die Feste, wie sie fallen. Für Menschen, die nicht mehr an den Gruppenaktivitäten teilnehmen können oder wollen, bieten wir auch Einzelbetreuungen an, in denen wir dann Spaziergänge machen oder auch einfach nur Gespräche anbieten und auf individuelle Wünsche eingehen. Ja, die Bewohner fühlen sich natürlich sehr wertgeschätzt durch diese Betreuungsleistungen, weil die tatsächlich merken, dass sie nicht mehr auf ihre Pflege und also auf ihre Hilfebedürftigkeit reduziert sind, sondern dass sie tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben in unserer Einrichtung führen können und dabei auch ihre persönlichen Wünsche umsetzen können. Zu Hause war es den Bewohnern oftmals schwierig, ihre Wünsche umzusetzen. Es gibt einen ambulanten Dienst, der sie versorgt. Es gibt Essen auf Rädern, also die normalen Bedürfnisse sind gut umgesetzt zu Hause. Aber die Aktivitäten, also das, was das Leben so ausmacht, die sind dort schwer umsetzbar, weil einfach die Betreuungskräfte fehlen. Ich war damals 87 Jahre alt. Wohnte am Stadtwald und musste zur Aachener Straße zum Beispiel im Winter einkaufen gehen. Das war alles sehr schwierig. Kurzzeitpflege war vorgesehen, aber dann haben wir überlegt, meine Tochter und ich, dass ich hier bleibe. Ich genieße mein Frühstück und danach komme ich rauf. Entweder habe ich Therapie, zweimal in der Woche Massage oder Gymnastik. Dann lese ich die Zeitung. Ich interessiere mich für Wirtschaft, für Politik. Wenn es schön ist, bin ich draußen, viel im Garten. Das Leben der Bewohner beschränkt sich nicht nur auf unsere Einrichtung, sondern es findet auch ganz viel außerhalb unserer Einrichtung statt. Es gibt viele Bewohner, die täglich spazieren gehen. Dann gibt es viele Angebote, die außerhalb unserer Einrichtung stattfinden. Das sind größere Ausflüge, die dann in andere Städte gehen, und es gibt halt kleine Ausflüge, die in einer kleinen Gruppe oder alleine stattfinden. Das sind Angebote, die man sehr kurzfristig bei gutem Wetter planen kann. Wenn jemand Lust hat einzukaufen oder wenn jemand das gerne tut, der bei uns lebt, kann er einmal natürlich alleine sich auf den Weg machen. Wenn das aber nicht geht, dann haben wir einen Einkaufsdienst. Mit unserer Betreuungsassistenten nehmen die Wünsche auf oder aber sie können auch begleiten die Menschen, die halt alleine sich nicht trauen oder nicht in der Lage sind, die Einkäufe zu erledigen. Wir bieten Aktivitäten an, neben den krankengymnastischen oder physiotherapeutischen Angeboten, die halt von den Praxen kommen. Ne? Für einen Großteil der Bewohner ist das einfach eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und auch zu pflegen. Und oft ergibt sich halt daraus auch dann eine Art von Freundschaft.
Und mir ist es wichtig, den Menschen, die bei mir leben, klarzumachen oder deutlich zu machen, dass das Leben nicht aufhört, wenn man im Heim ist. Also mein Kontakt zum Clarenbach-Werk entstand dadurch, dass meine Mutter, die bis 89 Jahren sehr sportlich war, plötzlich nach einem Sturz, einem Treppensturz, einen mehrfachen Schädelbruch erlitt und danach ein totaler Pflegefall war. Uns war klar, dass wir auf Hilfe angewiesen sind und haben insofern dann versucht, ja, die richtige Adresse zu finden. Und ich kann eben sagen, wir haben Glück gehabt. Und was ich sehr schön fand, man hat sich sehr bemüht, meine Mutter so lange wie möglich teilhaben zu lassen. Das Heinrich-Büschel-Haus hatte den Demenzschwerpunkt seit 2005 ungefähr. Wir waren eines der ersten Häuser in Köln, die überhaupt dieses Thema aufgegriffen haben und ein besonderes Setting, eine besondere Atmosphäre geschaffen haben für Demenzkranke. Also wir haben Sachen beispielsweise aufgebaut wie alte Straßenschilder. Wir haben aber auch Dinge wie ein Waschbrett hingestellt oder ein altes Grammophon, weil das Langzeitgedächtnis das Gedächtnis ist, das am längsten funktioniert. Demenzpflege bedeutet bei uns sehr viel Geduld. Wir richten uns nach den Bedürfnissen des Bewohners. Das ist eigentlich so der Königsweg, den wir beschreiten, dass wir Mitarbeiter haben, die mit den Leuten liebevoll umgehen, sprechen, berühren, die so ein bisschen Familienersatz sind. Angehörige kommen häufig sehr verzweifelt zu uns, mit letzter Kraft, am Ende ihrer Kräfte, wissen nicht mehr, wie soll ich den nächsten Tag rumbringen, wie soll ich meinen Mann versorgen, meinen Vater, wie auch immer. Wir versuchen, ein bisschen Last runterzunehmen vom Angehörigen, den Druck runterzupacken und zu sagen, wir kümmern uns hier um alles, Sie müssen eigentlich nur noch kommen, besuchen, Kaffee trinken, Sie haben nur noch schöne Dinge, die Sie erleben dürfen. Wenn ein Bewohner zu uns kommt, machen wir eine Biografiearbeit. Und über diesen Weg kommen wir dann auch wieder ins Gespräch mit dem Bewohner, der in der Regel sich dann noch erkennt, auf einem Hochzeitsbild. Und da haben wir schon wieder einen Kontakt und können da anknüpfen. Also innerhalb der sozialen Betreuung haben wir verschiedene Angebote. Beispielsweise kommt der Kindergarten zu uns einmal die Woche, die dort oben mit den Bewohnern erzählen, spielen, was auch immer. Dann haben wir eine Kochgruppe, die sehr, sehr gut besucht ist. Wir haben aber auch ganz viele Singkreise. Also wir machen aufsuchende Arbeit auch. Die Musiker gehen zu den Bewohnern in die Tagesräume, in die Zimmer, an die Betten auch und versuchen da so ein bisschen ranzukommen und ja, so die Herzen zu öffnen und gute Stimmung zu verbreiten. Wir haben uns für das Haus Andreas entschieden, weil es auf uns einen sehr offenen und auch einen sehr lebendigen Eindruck gemacht hat. Auch durch die vielen verschiedenen Menschen, also aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Wurzeln. Wir haben unheimlich viele Mitarbeiter aus anderen Nationalitäten. Sie kennen die Kultur, sie kennen die Sprache, sie können einzelne Menschen hier bei uns im Haus persönlich betreuen. Und das Gleiche auch unsere Bewohner und Bewohnerinnen. Sie kommen aus dem Iran, Indien, Russland, Spanien, Italien. Und darauf haben wir aufgebaut. Es fängt ja an schon mit Beratung. Die Körperpflege, Essen angeboten, unsere Fest- und Feiergestaltung. Also wir haben zum Beispiel eine offene Treffen, da werden über die Heimat gesprochen, da werden Musik gehört. Wir haben manchmal Live-Musik aus anderer Kultur. Und diese Buntheit, diese Vielfalt, die genießen wir. Das Frieda-Kahlo-Haus ist ein Haus für Menschen mit überwiegend körperlicher Behinderung. Also zum Beispiel leben Menschen bei uns, die einen Schlaganfall hatten oder einen Unfall oder auch solche Erkrankungen wie MS, die also im Erwachsenenalter erst beginnen. Der größte Teil der Bewohner, die bei uns einziehen, entwickeln sich also weiter,
machen erstaunliche Fortschritte und erlernen bei uns noch ganz viel Selbstständigkeit. Andere Bewohner begleiten wir natürlich auch, weil die Behinderung das mit sich bringt, dass man mehr erhält, als noch weiter verbessern kann. Wir haben im Frieda-Kahlo-Haus ein umfassendes Angebot, einmal zur therapeutischen Unterstützung, aber auch zur Freizeitgestaltung. Von daher ist es schön, dass die Bewohner hier auch wieder neue Kontakte knüpfen können und ganz neue Aktivitäten erleben können. Sicherlich eine der wesentlichen Dinge, von denen man auch profitieren kann, dass ich andere Bewohner habe, die auch in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da die Kontakte habe und womöglich auch gucken kann, wie machen das denn meine Mitbewohner. Wir erleben häufig in Rückäußerungen, mein Gott, wäre ich doch früher gekommen, einmal von Bewohnern selber, aber auch von Angehörigen, die wirklich sagen, boah, unsere Mutter ist ja jetzt hier völlig aufgeblüht. Das ist etwas sehr, sehr Schönes für unsere Arbeit.